Hallo, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal bei Schütti. Ich bin Sabrina, schön, dass du vorbeischaust. Ich habe ja bei Fancies ein paar Aufsteller bestellt und ein paar Anhänger für die Tür oder fürs Fenster. Und ich habe ein paar fertig. Ich habe hier einmal die Biene mit Sonderstein in Orange. Und die hier, die sind so dunkel. Und glitzern so schön in lila, grün, Orangetönen. Die kannte ich noch gar nicht als Sondersteine. Ja, schade finde ich bei dem, dass ich sie tatsächlich nur von einer Seite aus painten konnte. Und sie kommt aber dann verkehrt rum. Also die guckt mich trotzdem in der Wohnung dann an. Mal gucken, ob ich sie an der Tür ranmache oder doch ans Fenster, weil ich finde sie ganz schön. Genau, das ist einmal die Biene hier oben kommen, die beiden Anhänger rein. Ich hatte so eine Kette, die kommt da rein. Die packe ich erstmal zur Seite. Dann hatte ich hier noch ein, ich hatte zwei Schmetterlinge. Da musste die Folie ab. Ich hatte zwei Schmetterlinge. Ich habe jetzt erstmal den für den Frühling gemacht, wegen der Osterglocke. Und ich finde das auch sehr schön. Das ist ein Aufsteller gewesen. Oder ist ein Aufsteller. Hier hat hier nochmal Sondersteine drin. Und hier nochmal so eine Art Muscheln. Die rosanen großen Steine und mit AB die gelben und die kleinen blauen. Genau, auch den finde ich sehr hübsch. Der sieht wirklich toll aus. Genau. Reststeine hatte ich ganz, ganz viel übrig. Auch von den Sondersteinen hatte ich immer drei, vier übrig. Ging gut zu painten. Ich habe alles super gesehen. Hat gut geklebt. Ja. Vielleicht überlege ich mir noch, kann ich den ja auch hier reinschrauben. Vielleicht kommt er dann auch ans Fenster oder an der Tür. Kann man alles machen. Muss man aber nicht. Genau, ich finde den sehr hübsch. Den zweiten habe ich noch nicht fertig. Auch den stelle ich zur Seite. Und dann habe ich hier noch einen Blumenkranz. Sekunde, ich mache bloß die Folie ab. Der ist nämlich auch ein Aufhänger. Muss ich kurz, genau, der wird so aufgehangen. Hier oben kommen die beiden rein, die Kette. Er hat hier auch noch mal weiß Perlmutt, ein paar goldene Sondersteine, Glitzer in Sternform. Genau, noch mal goldene, die grünen Blätter fand ich ganz toll, die schimmern auch schön. Ich habe hier was vergessen. Oh nein, das mache ich gleich noch. Dann könnt ihr kurz zugucken. Wir haben ja alles da. Die Blätter habe ich schon wegsortiert, war meine Kiste. Ja, hier war das Problem, dass ich tatsächlich von dem klaren Strass hatte ich zu wenig gehabt. Ich habe jetzt schon Fenster geschrieben. Ich brauche jetzt keinen Ersatz, weil ich tatsächlich Reststeine über habe. Aber ich wollte Ihnen das trotzdem schreiben für die, die dann noch bestellen. Nicht, dass die dann damit ein Problem haben und sich ärgern. Das ist die falsche Farbe. Ist doch die 6. Ach, guckt mal, Leute. Ist alles da, ist noch rübergerutscht. Oh, rutschen denn so?
Also, ja, ich habe es im Regal geschoben, wahrscheinlich deswegen. Gut, da brauche ich nichts ausbessern. Ich finde die Funken schön. Ja. Den Schmetterling finde ich echt toll. Ich habe ja noch den zweiten. Den werde ich wahrscheinlich heute nicht mehr schaffen. Also ich habe mehrere Tage dafür gebraucht. Ist jetzt nicht so. Aber ich konnte heute mal meinen freien Tag nutzen. Genau. Meine Aufsteller werde ich aber trotzdem versiegeln. Ja, das war's. Wenn euch das gefallen hat, vielleicht habe ich euch ja ein bisschen angesteckt mit kleinen Ausstellern. Für jede Jahreszeit. Ich finde, der geht für den Frühling, der für den Sommer und die Biene geht auch mal im Sommer. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben. Ich würde mich darüber sehr freuen. Oder abonniert meinen Kanal. Ich versuche immer von meiner Bestellung ein paar Bilder gleich zu machen, damit ihr ungefähr erahnen könnt, wie das aussieht. Genau. Da ich aber nicht jeden Tag painte, dauert es immer ein bisschen länger als bei den anderen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin. Tschüss.